In dieser Woche laufen in Düsseldorf die nationalen Wettkämpfe der Special Olympics für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Aus Mönchengladbach sind einige Sportler nach Düsseldorf gereist, um unter anderem in den Disziplinen Tischtennis und Fußball mitzumischen. Macht super, sehr Spaß. Also, Wetter macht im Moment auch super mit, auch gestern. Und Sarah. Macht super Spaß im Moment. Ja, weil Fußball ist. Da macht es immer Spaß. Alle helfen mit, alle sind, wir sind dann ein Team und wir sind sehr stolz, dass wir hier sind. Ja, die Atmosphäre, ne? Die Leute, die hier sind. Ja, bestens, aber der Boden könnte besser sein. Ja, wir rutschen immer aus und so. Ich könnte eigentlich mit der anderen Boden da besser spielen. Boden hin oder her, das Mönchengladbacher Hefata-Team zeigt sich von der besten Seite. Klar, eigentlich heißt es nach dem olympischen Gedanken ja, dabei sein ist alles. Aber unsere Athleten zeigen den anderen, wie man es macht. Sehr gut, wir hatten 3 Spiele und 3 Siege. Wir weiter so spielen wie jetzt gerade eben, dann schaffen wir das. Schaffen wir auch. So, wir sind super dabei und wir hoffen, wie Jan ja schon sagt, dass wir hoffentlich eine Goldmedaille kriegen. Das Ziel ist natürlich die Goldmedaille. Und mit dieser eröffnen sich die Sportler auch super Möglichkeiten. Mit etwas Glück reicht eine Goldmedaille zur Qualifikation für die internationalen Special Olympics im kommenden Jahr in Los Angeles. Aber bis dahin ist ja noch was Zeit. Jetzt soll erstmal die Zeit in Düsseldorf genossen werden. Eine Woche vorher erzählen die auch oft schon, dass sie nicht schlafen können. Und das ist schon hier immer eine sehr aufregende Zeit. Also generell halt Olympia, das sagt ja jedem was. Das verfolgen auch die Mädels auch so mit im Fernsehen. Und das ist natürlich für die ein Riesenereignis, wenn die dann selber erfahren, dass sie mit zu so einer Olympiade dürfen. Alleine dann auch diese Rieseneröffnungsfeier, die ist ja schon so beeindruckend. Das sind Sachen, die die Mädels ja so überhaupt nicht erleben und dass das alles für sie gemacht wird. Also das ist so ein Motivationsschub jedes Mal und so fantastisch, dass das halt quasi der Rest von selbst kommt. Haltet zusammen, spielt schön zusammen, seid ein Team, ja? Und reißt euch hier nochmal richtig den Arsch auf. Habt Spaß. Okay? Ja. Mit einem Sieg, 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 Sieg!